Ich grüße euch Leute und willkommen zurück bei Red Dead Redemption 2. Ich drücke immer die falsche Taste, weil ich Assassin's Creed kartenmäßig das ein bisschen anders gewohnt bin. Aber ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Es geht erstmal weiter darum, hier dieses Gebiet einfach mal ein bisschen weiter auszukundschaften. Ich würde sagen, wir gucken mal hier. Kopfgeld, wollen wir da wirklich mal gucken? Ach nee, lieber nicht. Wir gucken mal. Echt, der grüßt den? Zum Pferd springen? Nee, um Gottes Willen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal in den Saloon. Ich habe kein Problem. Bleib doch mal ruhig. Irgendwie, Javier hat doch irgendwie Probleme, ne? Ab in Saloon. Hey Leute! Alright, there we go. Oh, Arthur, come over here. I want you to meet our friends. Pleased to meet you. Well, ain't you just a tough as teak mountain man? Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. Ain't that so, Arthur? Whatever you say. How much you cost, anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Oh, jetzt ist er böse. Well, I must say, you got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charmer. Where's Bill? Prost, Jungs. Oh, man, I dread to think about it. Hey, hey, hey! There he is. Watch where you're going. Take it easy, pal. Are you about to kiss that guy or punch him? Oh, Schlägerei! Viereck ist also blond. In mein Hut! Alter! Mein Hut! Das geht gar nicht. So, wer will hier noch ein bisschen? Ich mach mit. Oh oh. Wer bist du? Oh oh. Meine Güte. Ich glaube, jetzt kriegt man ein Problem. Oh-oh. Nur Problem. Mein Hut ist schon wieder weg. Oh Gott. Alter. Okay, es gibt nur einen Schlag, quasi. Oh, oh. Mein Hut ist weg. Und ich sehe aus wie Sau. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Kleine Reihen! Oh oh. Oh, oh. Leute, der Typ geht mir hier ganz schön auf den Sack. Hau drauf! Und dem geht's nicht gut. Stop! Please, I beg you, stop! Come, sir. You won the fight already. Surely that's enough. What business is it of yours? No business. No business, sir. But please, I beg you. Making new friends again, I see, Arthur.
Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah! Javier and Charles. I've missed you. And Bill, looking as well as can be. Gentlemen, always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him. Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater, well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. Well, what about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Alter, wir sehen aus wie Sau. Mission abgeschlossen und mein Hut ist weg. Immer ist mein Hut weg. Also mehrere Missionen, sie werden mit einem Symbol auf der Karte angezeigt. Ist hier mein Hut? Da ist er. Dankeschön. Dankeschön. Ich sehe aus wie Sau. Junge, 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 Junge. Also, was machen wir jetzt, Leute? Was ist das denn? Nee, sowas spielen wir jetzt hier nicht. Wo ist denn eigentlich... Ach, hier ist unser Lager, ne? Na, hier gibt es ordentlich Missionen, ne? Wir sollten irgendwie mal ein Bad nehmen. Und das ging doch im Hotel, ne? Gemischtwarenladen. Da ist das Hotel. Leute, da gehen wir jetzt mal hin. Ich glaube, da habe ich gelesen, dass man ein Bad nehmen kann. Hier, guck mal, die sind gleich so ein bisschen aggressiv dort, die Jungs. Das gefällt mir nicht. Darf ich mal ein Bad nehmen? Ein Bad, bitte. Can I get a hot bath, please? I got someone warming it up for you already. Just head down the corridor there. Danke. Oh, it's, you. Yes, it is. Last time I checked. I really don't need any more trouble. War hier nicht das Bad? I was just protecting a lady. Well, all behind us now, I suppose. Erstmal eine Pause, Leute. Kopf waschen. Ganz wichtig. Echt, muss ich da jetzt hier schnell drücken? Was war jetzt ein Luxusbad? Annehmen? Für 50 Cent? Aber hallo. Sounds good. Good. Now don't you worry about a thing. Hallo. Schrub mich. Let me know if I'm scrubbing too hard, okay? Hä? Nicht reden? You'll leave this place feeling brand new, you know. Rechten Arm bitte? Aber sind meine Klamotten dann jetzt auch sauber? Been a while since I've been able to relax like this. Oh, ah, linkes Bein, ja. Ja, mach in Ruhe, ne? Life can always be worse. Yes, indeed. Rechtes Bein. Man muss ja hier alles mal ausprobieren, ne? Good, good. Ja, die wäscht doch ganz woanders. Ich werd nicht mehr.
Ja. So, ich würde mal sagen, wir sind doch jetzt sauber, oder? Okay, I don't think I'm gonna get much cleaner than this. Thank you. It was nice getting to know you. So. Na gucke. Ich bin immer noch schäbige Klamotten. Aber wir sind erstmal sauber. So, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wo ist denn mein Pferd? Da ist es. Also es ist ja eigentlich gar nicht mein Pferd. So. Hier wird es langsam ein wenig dunkel. Ich würde sagen, wir werden jetzt mal in unser Lager zurückkehren, dass wir dort unsere Missionen mal weiter angehen können. Vorsicht, Vorsicht. Ja, jetzt heißt es erstmal reiten. Verbundenheit Stufe 1 erreicht. Ja, mein anderes Pferd ist ja im Lager. Da sah die Welt ja schon... Was ist das denn da? Naja, Leute. Ja. Optionale Mission ist verfügbar. Was ist denn hier? Not a thing happens round here without an O'Driscoll saying so. Understand me? Consider this a warning. Das ist doch böse. Aber auf der Karte haben sie doch gerade gesagt, wurde irgendwas markiert. So eine optionale Mission. Ich weiß es nicht. On! Get lost! Warum er das immer macht? Herrschte? Kaffee? Hä? There's no more warnings coming. Got it? Also wenn man Dreieck gedrückt hält, dann ruht er sich aus. Gott, oh Gott. Das waren also böse. Leute, jetzt kommt es mir. Freundchen. Alter. Summer. Angefangen zu ermitteln, verstecke oder beseitige, um unerwünschte Aufmerksamkeit zu. Was? Okay, there. Ist das euer Ernst? Ey, ich wurde angegriffen. Wie verhalte ich mich jetzt? Ablegen. Wir werfen den jetzt hier runter. Mach's gut, Inge. So. Austauschen hat der einen schöneren Hut. Naja. Kann sich sehen lassen. So. Wir haben ganz schön was abgekriegt, Leute. Der Hut kann nicht gelagert werden. Er geht verloren, wenn du ihn am Boden liegen lässt. Ah, das ist doch so ein netter Hut. Eigentlich nur in mein beschissenes Lager zurück. Da hast du hier nur Stress. Können wir hier eine Fährte aufnehmen? Müssen wir auch mal prüfen. Ein Häschen. Grüßt euch, grüßt euch. Kein Stress. I'm coming in. Hope you had a good old time while I've been stuck standing here.
Alles gut, Bill. Easy, easy. Ist hier noch Platz für den Gaul? Gut, hat die jetzt nicht so interessiert, ne? Da stand doch gerade Pferdeinventar. Wo ist denn der, den ich als Vorbesteller gekriegt habe? Nirgends. Gut. So, von wem machen wir denn jetzt so zuerst was? Das ist jetzt hier die große Frage. Sind hier vielleicht irgendwelche Fährten, die wir noch aufnehmen können? Was macht denn ihr hier? Leute, ich gehe jetzt hier mal rotzfrech in den Wald. Sind hier Fährten? Da ist auf jeden Fall was zum Sammeln, habe ich den Eindruck. Hä? Ich will jetzt auch nicht zu weit weggehen. Ich glaube, das sieht hier ein bisschen mau aus, Leute. Dann gehen wir doch mal in unser Lager zurück. Auf jeden Fall wurden wir angeschossen. Und Feuer ausruhen, herstellen, kochen. Er kann hier auch kochen. Ey, das ist so verdammt viel, was wir hier machen können. Das ist einfach mal der Wahnsinn. Aber die haben nur irgendwie gesagt. Jetzt wollte ich doch erstmal meine coole Pomade verwenden. Haare, hier los. So herrlich. Rasieren. Was machen wir denn? Ich liebe ja Bärte, ne? Ist er komplett weg? Er geht quasi noch länger. Guck mal, das ist doch in Ordnung. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus jetzt hier. Sag mal, ist in meinem Hut ein Einschussloch? Du ahnst es nicht. Ich schlafe jetzt erstmal. Dann bis zum Morgen. Und dann werden wir mal eine Mission machen. Weil ich weiß nicht, ob das so klug ist, jetzt hier im Dunkeln so Gas zu geben und zu machen und so. Nicht, dass es dadurch nur noch mehr Probleme gibt, Leute. Aber unsere Klamotten sind immer noch, ne? So. Guten Morgen, Arthur. Ich grüße dich. So, ich würde sagen, wir werden jetzt... Wen machen wir denn zuerst? Um wen geht's denn hier? Um Leopold Strauss? Um Kieran? Und Hosea? Ich würde sagen, wir fangen mit Kieran an. So. Das mit meinen Klamotten gefällt mir nicht so richtig. Was ist denn hier los? Help me! Speak to them for me. Speak. Don't cry, boy. Speak about your gang. I can't. Boy. Whoa, hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horseshit! You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on! Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. Oh, yeah! What's he doing? What? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy.
just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal courtiers. No, you kidding me, right? Of course. You sick bastard! Oh, what do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, okay, listen. I know where old Driscoll's holed up, and you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Oh Gott, wir müssen uns wieder einen Bart wachsen lassen. Let's both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. But you sure as shit was. John, Phil, come here. We got a social call needs making. Where are we heading? We're up into the hills behind Valentine. I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. You're gonna pay your buddies our respects. So. He taking us to Colm? That's what he says. Come on, we're auf unser richtiges Pferd hier. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, it's up past Valentine. All right, I'll leave. Na ja, dann zeig uns mal, wo deine Kollegen sind. Who'd have thought? How many times I gotta say? I ain't an O'Driscoll. You sure look like one, and you smell like... God damn! You smell like one, too. I smell like horse shit. That's right. Boy, are you high. Morgan! You got throwing knives in your saddlebag. Doug said that you might... I was asked to give them, and I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me? Instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it. Last goddamn favor I do you. Hey. 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 If I got my bearings, it's over here. Yeah. I know this country. Take this track up through the rocks. Okay. How you holding up, John? Fine. Still ain't right, but I'm fine. You damn well should be after all that bed rest. Hey, all right. Abigail wouldn't let me up. You know her. She won't be reasoned with. Well, when you was having a failure of reason, hiding behind your woman, we were getting shot at. And I'd do the same for you, if you was in a bad way. I hope so. But I fear you don't know how to help anyone, except in yourself. You see, O'Driscoll? If this is how he treats his friends, imagine what he does to his enemies. I got an inkling of what you all do to your enemies when you put those gelding tongs to my parts. Well, you still got those tongs? I got a knife. Won't be so clean, but it'll do the job. Now we go left. Road will take us up and round. Jetzt ist bestimmt hier große Schießerei gleich angesagt, Leute. Der Bill hat einen coolen Mantel. Those are the hills. Head for them. Save your horses. We gotta climb, boys. You know, you all ain't that different from the O'Driscolls. What did you just say? I've been watching you all these weeks, and, You've been tied to a tree. You don't know nothing about this gang. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Tell us then. How are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fighting the law, nature. You're out for yourselves. See, this is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live, free. Colm's a sneak thief and a killer. Dutch is more like a teacher.
From where I've been, you just look the same as all. Then you looked, but you ain't seen. John, shut that boy up. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. We're going in quiet. Wie weit ist das denn noch? Taking them out as we find them. Trying not to set things off. But if we do, we move quick and hard. We settle this like we know how, okay? Okay, by me. With you, Morgan. All right, then. Through the trees here. Es gefällt mir nicht. Hey, we're real close. I'd leave your horses the other side of this clearing. I'll get my guns off my horse, and I'm ready. Easy, Bill. Quiet. Whoa! Naja, wir wollen ja hier, denke ich mal, unser Gewehr auf jeden Fall mitnehmen. This is it. The cabin's just the other side of this hill. Okay. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives? I said easy. Hey, Stress, man. Follow me, all right? It ain't far. We might have shared a horse, but we ain't friends. Remember, I'm watching you every moment. I ain't gonna shop you now. Come on. It'd be suicide. You'll die, ja, boy. Mensch. But you'll lose your balls first. Jesus Christ. Come on. Okay, get down. The cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellas hiding out there, too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. And Colm O'Driscoll? He'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. Hey, over there. Someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The fella that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Yes, sir. Come on, shake it off. Shh. Come on. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. Let's get closer. I'm gonna deal with this first fella. Okay, go to work. Okay, Leute, dann gucken wir mal, ob wir den hier so. The next two. What's the plan? Let's get close to these two. Make no mistakes here. That's what the knife's for. When we're there, we move at the same time. Hurry up already. Shit, fuck! Na geht doch! What the hell? Now we got a real fight! Come on! Was jetzt denn? We move quick! We move quick! Ah, you are lying, man, little toad! Alter, hier ist richtig was los, Leute. Okay, bleiben wir erstmal ganz ruhig hier, Leute. Brauchen wir echt eine bessere Waffe, Leute. Hier links ist doch einer. Deckung!
Au, Scheiße! Ich brenne! Ich brenne! Scheiße, ich brauch was zum Heilen. Arznei? Da ist noch welche. Da waren doch welche. Na komm hoch mit dem Kopf. Komm. Ab mit seinem Kopf. Oh. Scheiße. Alter, hier liegt so viel Zeug rum. Jetzt müssen wir hier erstmal. So, dann guck mal erstmal. Aber wenigstens wissen wir, dadurch, dass wir die Lampe dort kaputt gemacht haben, dass wir halt auf Lampen schießen können. Und dass dann halt schön was kaputt geht. So, ich tue hier nochmal wenigstens ein paar mitnehmen. Vielleicht hat ja jemand noch Zeug, was wir dann verkaufen können. Ich habe schon wieder keinen Hut mehr. So, jetzt gehen wir mal in die Hütte und gucken mal, ob unser Kollege drin ist, den wir suchen. Wo ist denn die Tür? Tür? Sag mal, bin ich jetzt blöde? Ah. Oh oh. You all right? Sure. Thank you. Haben wir aber Schwein gehabt. Driscoll. He ain't here. You set us up. Come here! What? You set us up. No, I didn't. You did. Colonel Driscoll ain't here. He was here, I swear. If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. All right, then, go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. Get lost. Shit, lost. I'm letting you run away. Now, go on. Get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you, Como just was gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right, then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash, then? What cash? Yeah, it's usually some cash. In the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp, quick. See, Arthur? Yeah, I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing. Just yet. Right you are. Ich wollte nämlich schon sagen, hier nicht mit umgucken und so. Hier ist so bestimmt einiges, was wir mitnehmen können. Alles voller Moon. Ist hier noch was Feines? Ich glaube, ich muss dann wirklich mal, wenn wir im Lager sind, mal wirklich meine Tasche mal anfangen, so ein bisschen zu lernen. Jetzt will ich aber gucken, ob hier noch was ist. Na, was haben wir da? Ginseng-Elixier. Okay. Auch was Feines hier irgendwo? 12 Dollar! Die haben hier Karten gekloppt. 15 Dollar. Das trifft sich doch super. Nochmal 10 Dollar. Das lohnt sich doch.
So, was ist denn jetzt hier mit dem Kamm? Doppelläufige Flinte. Die nehmen wir doch. Normal? Was? Reinigen? Ich verstehe es gerade nicht, was er jetzt von uns will. Die Waffe ist sauber. Na, da freuen wir uns aber drüber. Ja? Durchsuche den Kamin. At least you got something tucked away. War gerade $600? Alter! Bandenanteil, okay, dein Anteil 100. Ey Leute, ist doch vollkommen okay. Was ist hier noch so drin? Es lohnt sich echt immer hier mal ein bisschen zu gucken, ne? Aber hier war doch noch irgendwas. Doppelläufige Flinte nehmen, Repetitierkarabiner. Ja, aber... Ich will eigentlich meine doppelläufige Flinte jetzt nicht abgeben. Nee, nee, nee. Leute, hier liegt doch bestimmt auch noch was, oder? Was ist dit? Naja, auf jeden Fall haben wir hier schön Schüssel eingesammelt. Und der Junge hatte auf jeden Fall auch recht. Jetzt haben wir hier so eine Pumpe. Jawohl. Und ich habe keinen Hut mehr. Okay, boy. Alles scheiße. Haben wir jetzt umgeben und bleiben, fliehen und folgen, indem du es in deiner Nähe ist. Okay. So, als nächstes. Das war auf jeden Fall cool. Was ist denn dit? Ein Kreis. Er ist richtig weit zu unserem Lager jetzt wieder, ne? Wenn wir da eh mal auf dem Weg sind. Ist da hier vielleicht irgendwas, was war? Nee. Wir müssen hier ganz einfach mal zurück. Aber für Dutch wollen wir nicht machen. Wir wollen erstmal die anderen Missionen machen. Zum Beispiel für Leopold Strauss. Und ich glaube, was ist denn jetzt los? Gesucht. Verbrechen gemeldet. Ah, weil wir dort die Typen umgebracht haben. Wie geil ist das denn? Oh Gott, vielleicht sollten wir uns da mal ein bisschen abseits der Wege aufhalten. Gibt es hier vielleicht irgendeine Fährte, die wir aufnehmen können? Nein, weiterhin ausweichen, werden sie die Verfolgung aufgeben. Bist du ein Gesetzeshüter? Nee. Leute, hier war doch jetzt eine Fährte. Ah, vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn wir dann nicht durch die Stadt jetzt hier watscheln. Ich gucke mal in der Zwischenzeit nach ein paar Kräutern. Und ich habe keinen Hut. Hier ein paar Kräuter? Kräuter? Pflanzen? Irgendwas? Wow. So up now. Vorsichtig. Das ist doch mal eine Kulisse, oder? Ist ja gut. Ist ja gut. Leute, und ich würde sagen, mit diesem Bild werden wir uns verabschieden für die heutige Ausgabe unseres Let's Plays. Viel passiert. Wir haben auf jeden Fall mal ein bisschen Pinke-Pinke gemacht. Und Leute, ich danke euch wieder vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut, Leute. Ciao.